Herzlich willkommen bei den Nachrichten von Rohstoff TV. Den Anfang macht dieses Mal Ascendant Resources. Der Zinkproduzent gibt aktuelle Produktionszahlen bekannt und hat erneut ein positives operatives Ergebnis erzielt. Dabei profitiert das Unternehmen vom gestiegenen Zinkpreis und der konsequenten Ausrüstungserneuerung sowie dem Einsatz moderner Abbaumethoden. Dies ist nun der zweite Monat in Folge mit einem positiven Cashflow vor Veränderungen im Betriebskapital seit Erwerb der Mine El Mojito im Dezember 2016 durch Ascendant. Dies unterstützt ebenfalls die Ansicht des Managements, dass der Umschwung der Mine in Honduras auf einem soliden Weg zur Wirtschaftlichkeit ist. Die Mine El Mojito verarbeitete im August knapp 59.000 Tonnen bei einer durchschnittlichen Tagesleistung von 1.900 Tonnen. Dies reflektiert einen Anstieg des Erzdurchsatzes seit Januar 2017 pro Kalendertag und Monat um 53%. Cardinal Resources hat jetzt ein Update zur schon vorliegenden Ressourcenschätzung für das Namdini-Goldprojekt in Ghana in Westafrika vorgelegt. Dabei hat das Unternehmen die angezeigte Ressource auf 120 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Grad von 1,1 Gramm pro Tonne aufgestockt. Daraus ergibt sich hier eine Ressource von 4,3 Millionen Unzen Gold. Die Erweiterungen basieren auf aktuellen Bohrungen, die das Unternehmen mit 11 Bohrgeräten und einer Gesamtlänge von rund 33.000 Meter seit April durchgeführt hat. Cardinals Vorstandschef Archie Comtzidis sagte dazu: "Wir sind sehr zufrieden mit den erzielten Ergebnissen und der weitreichenden Vergrößerung der Ressource. Besonders wichtig für uns ist dabei das Upgrade der Ressource, bei der jetzt viele Unzen in die höhere angezeigte Kategorie überführt werden konnten." Gold Mining geht konsequent weiter den Weg des Ressourcenwachstums zu günstigen Konditionen. Dafür liefert Gold Mining jetzt mit der kompletten Übernahme des Goldprojekts Crisero von Lupaca Gold in Peru ein weiteres Beispiel. Erst kürzlich hatte Lupaca Gold für das Tagebauprojekt eine neue Ressourcenschätzung vorgelegt, die eine beschränkte angezeigte Ressource von 1 Million Unzen bei einem Gehalt von 1,01 Gramm pro Tonne Gold aufweist. Gold Mining wird dies als eine historische Schätzung behandeln und plant, eine qualifizierte Person mit der Durchführung der für eine Verifizierung der Schätzung notwendigen Arbeiten und zur Anfertigung eines unabhängigen technischen Begriffs zu beauftragen. Die gemäß des Abkommens von Gold Mining an Lupaca zu zahlende Gegenleistung umfasst 3,5 Millionen Gold Mining Aktien und $750.000 in bar. Das war es auch schon mit den aktuellen Nachrichten von Rohstoff TV. Bis zum nächsten Mal und viele Grüße aus München.